Vor 3 Jahren haben wir die Decepticons zuletzt gesehen. Trotz allem sind uns Megatron und seine Armee immer wieder entwischt. Manche unserer Verbündeten glauben, dass die Decepticons geschlagen von der Erde flogen. Ich wünschte, das wäre wahr. Sie sind noch hier. Versteckt. Wartend. Wachsam. Wir haben die Übertragungen der Decepticons abgefangen und den nötigen taktischen Vorteil. Mit diesen Daten haben wir Decepticons auf der ganzen Welt entdeckt. Obwohl sich die menschlichen Anführer weigern, die Wahrheit zu sehen, haben wir noch Arbeit. Megatron und seine Truppen sind stark. Reynolds an Optimus Prime. Hier Optimus, was gibt es? Starke Decepticon-Aktivitäten in Detroit. Die Stadt ist ein Kriegsgebiet. Wir planen mit den Behörden eine Evakuierung, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Ratchet? Ja, Optimus. Du musst den Menschen bei ihrer Evakuierung helfen. Ironhide? Hier, Optimus. Finde und vernichte die Decepticon-Bedrohung. Jawohl. Die Menschen wollten diesen Krieg nicht. Wir müssen sie unbedingt schützen. Optimus, hier Major Reynolds. Autobot-Kennzeichnung Mirage ist online. Verbindung ist sicher. Optimus, fortfahren. Mirage, unsere Scans der Decepticon-Kommunikation zeigen verdächtige Aktivitäten. Sideswipe hat das Gebiet überwacht, bis der Kontakt vor 4 Erdenstunden abbrach. Das war seine letzte Übertragung. Optimus, ich habe eine Decepticon-Basis entdeckt. Sieht wie eine riesige Abschussrampe aus. Ich bleibe hier, aber die Patrouillen sind stark und ich werde früher oder später entdecken. Schick Verstärkung, schnell! Optimus, die Decepticons haben ein Schiff von dem Maya-Tempel gestartet. Wir haben Sichtkontakt. Verfolgung läuft. Ratchet, was ist das Ziel des Schiffs? Laut Flugbahn und Geschwindigkeit muss es außerhalb der Atmosphäre sein. Moment, ich orte eine Anomalie. Soundwave, ausklinken! Alle Satellitenströme unterbrechen! Die Autobots haben deine Satellitenübertragungen abgehört, Soundwave. Sie wissen zu viel. Wir müssen schnell handeln. Begib dich zu diesen Koordinaten. Ich habe eine Insel entdeckt, die einst ein sicheres Datenarchiv von Sektor 7 war. Die Informationen dort könnten unsere Mondoperation und die Existenz unseres Verbündeten in Kryostasis gefährden. Finde diese Anlage und zerstöre sie! Starscream! Ja, doch, Megatron! Soundwave hat die meisten der MechTech-Waffen aus Wheeljacks Labor zerstört. Aber einige befinden sich auf dem Weg zu den Menschenarmeen im Mittleren Osten. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Insekten mit solcher Technologie bewaffnet sind. Verstanden. Ich nehme die Verfolgung auf. Vernichte diesen Konvoi. Es dürfen keine Spuren der MechTech zurückbleiben. Ich werde euch nicht enttäuschen, doch, Megatron. Die letzten Vorbereitungen für das Auftauen Shockwaves haben begonnen. Sehr gut, Soundwave. Obwohl ich mir wegen der Loyalität unserer Verbündeten im menschlichen Weltraumprogramm Sorgen mache, behalte sie gut im Auge. Ja, Lord Megatron. Megatron, ich kehre siegreich zurück. Also, ist es dir tatsächlich gelungen, die MechTech-Lieferung zu vernichten?
besser? Stratospheres Lieferung war nur eine von vielen an die Menschen. Ich war so frei und habe ein Stück MagTech zur Untersuchung geborgen. Damit können wir Gegenmaßnahmen entwickeln. Oder diese Technologie gegen die Autobots einsetzen. Starscream! Du Schwachkopf! Die Autobots haben sicherlich ein Ortungssystem in ihre MagTech integriert. Du hast sie direkt zu mir geführt. Aber Megatron... Wenigstens war dein Leben keine völlige Verschwendung. Ich werde es genießen, mein Energon mit deinem aufzuladen. Megatron, nein! Nein! Bitte! Megatron, wir werden angegriffen. Bewegung! Wir müssen die Brände löschen! Ratchet, hast du Optimus gesehen? Nicht seit er hinter Megatron her ist. Bis zum nächsten Mal, Autobots! Shockwave. Es tut gut, dich vollständig reaktiviert zu sehen. Und gerade rechtzeitig. Reise zu dieser verlassenen Kernkraftanlage in Tschernobyl und besorge dieses Objekt. Optimus glaubt vielleicht, er hätte meine Pläne durchkreuzt. Aber das ist weit gefehlt. Operation Säule kann nicht aufgehalten werden. Bald werden die Erde und ihre Ressourcen mir gehören und Cybertron wird neu geboren werden.